Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mit euch gerne die Gegenstände und Orte in eurem Zuhause reinigen, die man vielleicht gerne mal beim Putzen vergisst oder gekonnt ignoriert oder vielleicht auch einfach gar nicht weiß, dass man sie putzen kann oder wie man sie putzen soll. Mir persönlich geht es da tatsächlich so, dass ich so gewisse Gegenstände im Haus habe, die habe ich seither einfach gekonnt ignoriert beim Putzen. Alles ignorieren hilft nichts, denn ich meine, sie werden dadurch ja auch nicht wieder sauber. Und ich zeige euch hier und heute, wie ihr denn diese Gegenstände am besten reinigen könnt. Achtung, Achtung, ich werde in diesem Video auch noch eine kleine Ankündigung machen, also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Gehen wir doch auch gleich mal zum Smartphone. Dass Smartphones unfassbar dreckig werden über den Tag, muss ich euch wahrscheinlich nicht sagen, wisst ihr auch selber. Ich persönlich reinige mein Smartphone immer so, dass ich die Hülle abnehme, alles unter fließendem Wasser und mit Seife wasche, also nicht das Handy, sondern die Hülle. Ihr könnt dabei auch den Popsocket einfach mitwaschen, nachher einfach alles gut abtrocknen. Bei Bedarf auch gerne noch ein bisschen liegen lassen zum Trocknen. Und dann ist eure Hülle in jedem Fall wieder sauber. Mein Handy reinige ich dann auch mit einem Einwegtuch. Da nutze ich immer sehr gerne ein Einwegtuch, weil sich das für mich einfach reinlicher anfühlt. Bei den Reinigungstüchern müsst ihr aber auch immer aufpassen mit eurem Bildschirm, denn manche können die Oberfläche von eurem Bildschirm zerstören und dadurch anfällig machen für Kratzer. Ich habe eine Schutzhelle auf meinem Display, deswegen mache ich mir da nicht so extrem Gedanken drüber. Ich benutze hier gerne so ein Desinfektionstuch. Gehe damit wirklich auf über den ganzen Rahmen, über die Knöpfe. Schau auch, dass ich ein bisschen in die Lautsprecher komme, an alle Anschlüsse, die es so an einem Handy hat. Und letztendlich putze ich dann so lange, bis keine fettigen Fingerabdrücke mehr drauf zu sehen sind. Und ich würde sagen, bleiben wir auch gleich bei den Gebrauchsgegenständen, denn die Fernbedienung ist genauso ein Ort, wo sich gerne mal und viel Bakterien sammeln können. Auch hier nehme ich gerne so ein Einweg-Desinfektionstuch, fahre über die ganzen Tasten drüber und gehe natürlich auch in die ganzen Zwischenräume und zwischen die Tasten. Und jede einzelne Furche, die es so hat an der Fernbedienung, natürlich auch oben und unten und an der Seite und hinten einmal komplett alles reinigen. Genauso eure Tastatur oder auch Computermaus, wenn ihr viel und oft am Computer sitzt, was für mich zutrifft, weil mein Beruf am Computer ausgeführt werden muss. Hier sollte man wirklich, wenn nicht unbedingt täglich, zumindest zweimal die Woche einmal drüber wischen und die ganze Tastatur sauber machen, weil durch alles, was man so anfasst über den Tag und auch einfach über die eigenen Hautzellen, kommt einfach wahnsinnig viel Schmutz auf und in die Tastatur. Somit ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man die immer wieder reinigt. Und auch hier nehme ich solche Einweg-Desinfektionstücher, putze alles ab. Durch das Feuchte kriegt man auch Tasten, die vielleicht ein bisschen verschmutzter sind als andere, super sauber und vergesst im gleichen Zuge auch nicht mal unter der Tastatur sauber zu machen, weil sich da einfach auch gerne Staub ansammelt, der einfach auf eurem Schreibtisch liegt. Und natürlich im gleichen Zuge auch gleich die Computermaus mit reinigen, die hat man schließlich auch dann dementsprechend sehr, sehr lange in der Hand. Und hier auch auf der Rückseite der Maus nicht vergessen, denn auch hier sammelt sich gerne Staub, der einfach auf dem Schreibtisch liegt. Kommen wir noch zu einem anderen elektronischen Gerät. Langsam neigt sich ja der Sommer dem Ende zu und der Herbst kommt und das bedeutet, dass wir unsere ganzen Ventilatoren langsam wieder in die Abstellkammer stellen können. Aber durch die ganze Benutzung sammelt sich natürlich auch Staub, sowohl auf dem Gitter als auch auf den Rotorblättern. Ich kann euch jetzt zeigen, wie ich Ventilatoren dieses Modells reinige. Ihr müsst dafür als erstes oben die kleine Schraube und diese winzige Mutter wegmachen. Ihr könnt das mit den Fingern machen, aber ihr könnt auch einfach einen kleinen Schraubenschlüssel dafür nutzen. Schraubenzieher, eigentlich Schraubendreher dafür nutzen. Passt auch gut auf, dass ihr es nicht verliert. Als nächstes müsst ihr an der Seite diese Klammern lösen von dem Gitter. Manchmal geht es ein bisschen schwieriger, manchmal geht es ein bisschen einfacher. Sobald ihr aber das alles weg habt, könnt ihr das vordere Gitter ganz einfach abnehmen. Innen drin ist an meinem Ventilator jetzt noch vorne so eine Schraube, so ein Gewinde, der einfach die Rotorenblätter hält. Das könnt ihr auch einfach wegmachen, beziehungsweise ich kann das bei meinem Ventilatormodell einfach wegmachen und habe dann alles jeweils sauber gemacht. Da muss man einfach den Staub mal wegkriegen, sowohl von den Blättern als auch natürlich vom Gitter. Wenn ihr dann fertig seid, müsst ihr das ganze Ding natürlich wieder zusammenkriegen und es ist tatsächlich gar nicht mal so einfach wie gedacht. Oben die kleine Schraube wieder reinzufitzeln, hat bei mir auch kurz gedauert. Ich hatte auch mal kurz die Mutter verloren, beziehungsweise die Mutter war mir kurz auch mal runtergefallen, dann hat aber schon wieder alles geklappt. Und dann ist natürlich auch noch wichtig, dass ihr einmal das Gehäuse noch abwischt, weil da sammelt sich natürlich auch gerne mal Staub drauf.
und natürlich auch unten den Stehfuß, damit euer Ventilator jetzt über die Lagerung während Herbst und Winter nicht vollkommen wieder einstaubt bis zu eurer nächsten Verwendung, könnt ihr zum Beispiel eine Tüte drüber ziehen oder ihr könnt auch einfach einen Kissenbezug, den ihr nicht benutzt, über den Ventilator machen. So sammelt sich kein Staub drin und ihr könnt ihn im Sommer ganz einfach wieder rausholen und fürs frohe Schwitzen nutzen. Von Elektrogeräten kommen wir doch jetzt mal zu Orten und Gegenständen im Haushalt. Wichtig beim Putzen ist absolut auch immer die Türklinken mitzunehmen. Auch hier, gerade beim Nachhausekommen, wenn man noch nicht Händewaschen war, fasst man natürlich die Haustür an. Die sollte man dann anschließend und zu gegebener Zeit auch immer wieder sauber machen, weil auch hier können sich natürlich sämtliche Bakterien und allem sammeln. Ich vergesse auch immer wieder mal über die Tür zu putzen. Wie ihr sehen könnt, bildet sich auch hier wahnsinnig viel Staub und Straßendreck und was nicht alles so rumfliegt in der Wohnung bzw. von draußen reinkommt. Also auf keinen Fall vergessen, auch hier immer mal wieder drüber zu wischen. Und das gleiche gilt natürlich auch für Lichtschalter. Auch die sollte man sehr regelmäßig putzen, weil auch hier kann sich gerne mal Schmutz drauf sammeln und auch mal gerne über die ganzen Abdeckungen der Stecker fahren. Auch da kann sich Staub ansammeln. Das gleiche gilt natürlich auch für Handläufe an Treppen. Hier ist natürlich, je nachdem, wo ihr wohnt, fassen das ja total viele Leute an über den Tag, um sich einfach festzuhalten beim Treppe hochgehen. Bei uns war jetzt auch noch das Thema, dass durch diese Baustelle sich halt auch extrem viel Staub und Dreck vom ganzen Bohren und Sägen ablagert. Deswegen war es bei mir jetzt persönlich auch so extrem dreckig, der Handlauf. Deswegen bei mir persönlich umso wichtiger, es immer wieder sauber zu machen. Gerade in der aktuellen Zeit ist es sowieso super wichtig, genau solche Gegenstände immer wieder sauber zu machen. Noch so was, was ich persönlich immer gerne ignoriere beim Putzen, sind meine Bilderrahmen. Aber auch hier natürlich, wie bei jedem Gegenstand im Haus, sammelt sich einfach gerne Staub ab. Deswegen nehmt euch die Zeit und staubt regelmäßig eure Bilderrahmen ab. Einmal oben drüber fahren, gerne auch im Rahmen und auch die komplette Fläche, denn nicht nur auf Gegenständen sammelt sich Staub ab, sondern auch an Gegenständen. Und zu guter Letzt gehen wir doch an den Esstisch. Genauer gesagt an die Stuhllehnen bzw. auch an die Tischbeine. Vielleicht sammelt sich vom Frühstück auch mal ein bisschen Marmelade an der Stuhllehne. Kann passieren, ist auch gar nicht so schlimm, kann man ganz einfach wieder wegwischen. Allgemein hat man ja sehr oft die Stuhllehnen in der Hand beim Hin- und beim Herschieben der Stühle. Und auch natürlich gerne mal nach dem Essen, wenn die Hände noch dreckig sind. Deswegen gerne und unbedingt immer mal wieder die Stuhllehnen abputzen. Und bei mir hat es auch solche Gitter, da sammelt sich natürlich zwischen den Gittern auch gerne mal Staub, deswegen putze ich auch da gerne drüber. Und je nachdem, wie viel Verstrebungen auch eure Stühle bzw. auch euer Tisch hat, guckt natürlich auch, dass ihr immer wieder diese Verstrebungen abstaubt. Und ich bin mir sicher, ich könnte noch unendlich weitermachen damit, weil es sicherlich auch bei mir noch wahnsinnig viele Orte und Gegenstände gibt, die ich gerne ignoriere beim Putzen. Wenn euch denn diese Art von Videos gefallen und ihr gerne mehr davon sehen wollt oder vielleicht sogar einen zweiten Teil hiervon, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und vergesst auch nicht den Daumen nach oben. Und natürlich abonniert auch sehr, sehr gerne meinen Kanal. Und wenn ihr zukünftig benachrichtigt werden wollt, sobald ein neues Video von mir online geht, dann vergesst auch nicht, die kleine Glocke zu aktivieren. Und wenn euch das hier noch nicht genug war, dann schaut auf jeden Fall noch auf Instagram vorbei. Da teile ich nämlich auch noch kleine Alltags- und Haushaltstipps mit euch. Ich möchte euch jetzt gerne noch eine kleine Ankündigung machen, denn ich werde den Oktober dazu nutzen, eine kleine Halloween-Serie zu machen, wo ich euch zum einen super einfache DIY-Sachen zeige, aber auch super einfache und Last-Minute-Halloween-Kostüme, aber auch ganz einfache Snacks, mit denen ihr eure Familie im kleinen Kreis natürlich überraschen könnt. Wenn ihr also irgendwelche Wünsche habt, die ich in diese Halloween-Serie mit einbringen soll, dann schreibt mir gerne einen Kommentar oder natürlich auch eine Nachricht auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin, alles Gute!